Wir sind zurück in Berlin und ihn, liebe Zuschauer, haben wir lange nicht in der Hitparade gesehen. Das hat auch damit zu tun, dass er sich zwangsläufig in den letzten Monaten etwas mehr mit Märschen denn mit dem Schlager beschäftigt hat. Aber er ist wieder da, es war leise um ihn, es wird wieder lauter. Doch Tränen wirst du niemals sehen. Platz 5, Nino D'Angelo. Für mich zählte.